Karate, Traditionssportart, asiatische Traditionssportart, genau. Dazu gehört ja auch eine Philosophie. Genau, also gerade das, wo du sagtest, ich muss ein bisschen Abstand halten. Karate ist eigentlich defensiv und die erste Technik in der Kata ist eine Abwehrhaltung. Deswegen die Philosophie, den Kampf vermeiden, wie dann zu sagen, man geht aufeinander los. Und das ist auch was, was das Besondere ausmacht, dass man sagt, da ist eine Philosophie dahinter, sind Werte dahinter, die auch gelebt werden. Und es geht nicht darum, okay, einen bestimmten Tritt oder einen bestimmten Schlag zu machen. Genau. Also es geht nicht darum, den aggressiven Bruce Lee auf der Straße ausleben zu können, sondern um was geht es noch außer dem Kampfsport selbst? Ich meine, Karate, damit können die meisten schon irgendwie was verbinden. Man hat das mal gesehen, ja, ob jetzt auf Sportkanälen oder auch irgendwo in irgendwelchen Spielfilmen. Mhm. Ich weiß, über die Art und Weise brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Ja. Ich komme aus dem Fechtsport. Wenn ich die drei Musketiere gesehen habe, lag ich immer lachend auf der Couch. Ja? Aber es gehört ja noch viel mehr dazu, was ihr lehrt. Genau. Lebensart? Lebensart, aber auch allgemeine Fitness, Bewegung, Körpergefühl, Körperspannung und dann auch so eine Haltung. Wie stellt man sich hin? Wie begegnet man einer Situation? Mit welcher Grundhaltung steht man da? Und das strahlt dann auch aus und auch in so einer Situation wie hier jetzt, wenn man dann entsprechend sich erdet und verankert, dann strahlt man die Ruhe dann auch eher aus. Sehr, ich glaube, da kann man viel lernen, also auch so für den Alltag. Es ist ja nicht nur die Sportart oder dieses Kampfsportart, sondern einfach der Alltag, wie du schon sagst. Wie trete ich auf, wie gucke ich, wie gehe ich auf jemanden zu? Ja, vielen Dank für die so viel Lebens... Ein wichtiger Job, oder? Für so viel Lebensgefühl. Vielen Dank. Gerne. Und wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, unser Stand ist da hinten beim DLRG, beim der Feuerwehr. Kommt gerne von uns vorbei. Schaut in unsere Schnuppertrainings rein und lernt uns kennen. Danke. Danke Wir dir. Wir freuen uns. Lieben Dank, dass ihr es noch geschafft habt, dabei zu sein. Dankeschön. Super.